Peace, Freunde, was geht und herzlich willkommen, Holle. Was geht, was geht ab? grüß dich. Heute mit einer Sonderausgabe, und zwar eine Foodtour, wo ist Holle? Beziehungsweise, wo hat Holle gegessen? Deswegen sind wir in deiner ursprünglichen Heimatstadt, ist es richtig? Das ist richtig, ja. Mit dem Namen? Buxtehude. Buxtehude. Und wir werden heute in die Restaurants essen gehen, wo Holle früher gegangen ist, um einfach Holles kulinarische Seite kennenzulernen. Hast du noch was zu sagen? Ja, also ich freue mich. Ich wohne ja inzwischen leider nicht mehr hier, aber ich verbinde halt mit jedem Fleck hier irgendwie tausend Geschichten. Jetzt stell dir vor, du triffst hier deine erste große Liebe, isst diese Pizza, trinkst vielleicht noch ein Bierchen und dann wirst du auf Toilette in die Jungfahrt. Ich freue mich, dir das präsentieren zu dürfen. Okay, wir essen uns durch Buxtehude. Viel Spaß dabei. Geh da, wo der Pfeffer wächst. Diesen Spruch gibt's wirklich, oder? Also, nee, den gibt es ja. Also man sagt es, wenn jemand sagt, hey, du kommst aus Buxtehude, ist im Sinne von so von irgendwo. Aber ja, es gibt's ja auch wirklich, ja, diesen Spruch. Ja, ja, da, irgendwie so, gell? Da, wo die Hunde mit dem Schwanz bellen, safe, und geh da, wo der Pfeffer wächst. Was hat das damit zu tun? Also das mit Hunde mit dem Schwanz bellen, ich glänze jetzt mit einem Halbwissen, das war irgendwie so nach dem Motto, das hat mit den Kirchenglocken zu tun. Und das Ding, was da runterhängt und immer in den Glocken knallt, das haben die früher Schwanz genannt. Und ich glaube, das war irgendwie so eine der ersten Städte, die, das hat irgendwas damit zu tun. So. Okay, die Leute, die es wissen, können es ja gerne in die Kommentare schreiben. Ich muss nur eine Sache sagen, dieses Sprichwort nach Buxtehude, als ich das damals gehört habe, wusste ich nicht, dass Buxtehude wirklich existiert. Ich dachte, das ist einfach so ein Fantasiedorf. Ja. So. Aber als ich das dann gehört habe, dass es das wirklich gibt, war schon so ein kleiner Flash auf jeden Fall. Ja, damit hat man immer zu kämpfen. Egal, wo ich war und erzählt habe, ich komme aus Buxtehude, du wirst halt auch nicht ernst genommen. Denn so ich noch mit meiner hässlichen... Das hast du jetzt zugesagt, ja? Ja, ja. Ich noch mit meiner hässlichen Fresse, damals müsst ihr euch vorstellen, auch wenn ihr es nicht vorstellen könnt, noch hässiger früher, mit noch so einer blauen Brille und so. Herkules stand an der Seite drauf. So, du wirst echt nicht ernst genommen, Mann, das ist schwierig. Vor Montana Black kannte, glaube ich, keiner Buxtehude, oder? Nee, der hat ein Glück gute Arbeit geleistet. So, dem gehört auch in der Hinsicht ein Denkmal hier verpasst. So. Ja, also das hat er gut gemacht. So, Leute, wir gehen zum ersten Restaurant. Wir hatten ja schon eine Folge mit Max in Köln, wo wir seine kulinarische Seite von Köln vorgestellt haben. Jetzt heute mit Holle in Buxtehude. Dementsprechend, wenn ihr mehr Bock auf solche Videos habt, lasst es mich auf jeden Fall gerne wissen. Und vor allem auch mit wem. Wir sind jetzt bei Amadeus. Also ihr müsst euch so vorstellen, ich in meiner Jugend und auch alle anderen Jugendlichen, hier wurde damals gegessen. So. Also wenn man gegessen, essen gegangen ist, man hatte mal eine Dame dabei, irgendwie erstes Date, dann ist man hier hingegangen. Das hat so meine Jugend halt geprägt. Ne? Meine erste große Liebe habe ich hier kennengelernt. Ich wollte gerade schon sagen, also du hattest tatsächlich dein erstes Date hier sozusagen. Mein erstes Date, kann man sagen, so ernstzunehmendes Date. Erste Freundin, ich hatte sogar, das erzähle ich in jedem Video hier, und das ist kein Spaß, aber ich muss sagen, ich wurde sogar in die Jungfahrt hier. Ich schwöre. Nein, aber direkt beim ersten Date, oder? Nein, das war eine andere. Ah, okay. Das war eine andere. Damals hat man das Wort mit Z genommen, heute sagt man Roma Sinti, die waren nicht ganz sauber unterwegs so. Und versagt. Und ja, das sind auf jeden Fall coole Leute. Essen werden wir dann sehen. Die waren auch damals so früher, wisst ihr, ich habe früher immer Scheiße gebaut und so. Und dann hatten wir kein Geld und dann habe ich hier einen Stotteranfall vorgetäuscht und so, damit ich Essen umsonst kriege. Die haben alles immer gemacht. Ja, die waren mega korrekt und ja, jetzt hoffe ich, dass wir die mit, oder dass wir dich überzeugen können mit dem Essen. Aber diese mit Entjungfern und so, also haben die auch Zimmer oder? Ach so, nee, das war auf der Toilette. Ja, ja, ich kann es auch ganz genau im Detail erzählen. Nein, das reicht mir schon eigentlich. Nee, das ist das Einzige, was ich noch wissen wollte. Nee, aber wird eventuell auf YouTube können wir. Sorry, dass ich unterbreche. Nee, eins muss ich nur sagen, Leute, wenn ihr versagt habt, so, ne, im Bett oder so, manchmal weiß man es ja nicht genau, die Frauen lügen. Aber wenn ihr wohl wisst, dass ihr wirklich versagt habt, wenn eure Partnerin sauer wird, so richtig sauer, weil ihr so versagt habt, da habe ich damals zu ihr hab ich gesagt, bitte erzähl das nicht. Was gibt's denn da zu erzählen? Also ich habe wirklich, das tut mir leid, Mann. Aber das müssen wir eigentlich rausschneiden, aber ist egal. Nein, müssen wir nicht. So eskaliert gerade. Das ist ein süßer Innenhof, ich sag ehrlich. Ja, man sagt auch Klein Amsterdam zu Buxtehude. Das sind immer so ein paar Elemente wie hier zum Beispiel. Vielleicht gehen wir da hinten auch noch hin. Das ist ein schöner kleiner Fluss. Also wer in Amsterdam schon mal war, der findet auf jeden Fall so ein paar Punkte hier. Hier gibt es auch, ich weiß nicht, ob ihr Bier trinken wollt, ein Bier des Monats immer. Zwickel Kellerbier. Dann hebt das die Stimmung noch ein bisschen, werden wir ein bisschen lockerer. Ja, das könnte ich euch auch noch anbieten. Verstausch. Wow, das ist mal ein Ofen, ja. Boah, das sieht sehr alt aus. Das
sieht doch sehr, sehr alt aus. Das ist wieder das Wort für robust. Das ist ein robuster Ofen. Schöner Ofen, Chef. Ja. Brennt da ein Feuer drin, oder? Also es hört sich mal nach Gas an, auf jeden Fall, aber macht trotzdem was her. Und ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass da mal ein Feuer drin gebrannt hat, was man auch an dem Ruß erkennen kann. Was essen wir hier, beziehungsweise was isst du hier immer, beziehungsweise was hast du hier immer gegessen? Also ich sag dir, was wir nehmen, und das nochmal auf den Punkt, wie korrekt die hier waren. Ich habe schon dieses Essen gegessen, bevor ich überhaupt Geld in der Tasche hatte, weil die haben damals ihre Pizza immer, die sie sonst weggeworfen hätten, weil die bereiten die vor, haben sie an uns Jugendliche verschenkt abends, bevor sie die wegschmeißen. So, und da haben wir immer gegeiert um 12 Uhr nachts, früher am Wochenende, haben die Pizza hier abgestaubt. Und als ich natürlich selber Cash in der Tasche hatte, habe ich die auch bestellt. Das ist mir Pizza. Die ist hier, die machen ganz eigene Pizza. Du darfst hier nichts erwarten, wie du es kennst, neapolitanisch oder wie auch immer amerikanisch, gar nichts. Eigene Art. Muss man mögen, ist für mich Erinnerung, mach dir selber ein Bild davon. Was ist deine Pizza, Holle? Welche, was? Also ich bin absolut Salami-Pizza-Fan. Eigentlich nicht mehr, wenn ich auswärts esse, weil ich nicht so gerne mehr Schwein esse, aber trotzdem rein vom Geschmackserlebnis kann ich dir die Salami-Pizza ans Herz legen. Okay, dann soll es Salami sein. Das ist die Buxtehude-Pizza, ne? Im Blech gebacken und auf diesen schicken Tellern serviert. Also, ich sag euch so, wie es ist, ich habe die besten Pizzen der Welt gegessen. Gerade die beste Pizza der Welt auch. Und ich weiß nicht, was für mir falsch ist, aber ich sag euch ehrlich, könnte ich 10-mal Pizza essen, würde ich 5 oder 6-mal die essen. Und 5-mal die vom besten Pizzabäcker, weil ich die einfach so feier. Das ist, was wir nennen Nostalgie. Ja, ja, ist so. Und das spielt bei Essen eine sehr große Rolle. Diesen Flavor aus seiner Kindheit wieder hochzuholen. Ja. Ich muss ja eingestehen, die Pizza ist faktisch nicht gut. Ne? Aber, also, was halt, ja, muss man selber wissen. Aber ich liebe sie einfach. Ist einfach, wie ich finde, heftig. Schön, ich finde, das sieht so ein bisschen aus wie Pfannkuchen. Ich weiß auch nicht warum. Perfekte Bräune. Genauso wie eine Pizza sein muss. Das ist die eigene Art aus Buxtehude Pizza zu backen. Ich würde sagen, in ähnlicher Art, als hätten die alle abgekupfert, gibt es viele Pizzen hier. Und das ist das Original. Die Salami ist auch unter dem Käse, ja? Ja. Die hat maximal Salamifläche auf dieser Pizza. Ja. Let's go. Das ist es, oder? Ich bin nicht der größte Salami-Pizza-Fan. So. Außer sind diese kleinen Scharfen. Aber ich kann verstehen, warum diese Pizza funktioniert. Erzähl, warum? Das ist halt einfach die Pizza für den deutschen Verbraucher. Weißt du, ich meine so den alten deutschen Verbraucher. Ja. Das ist so das, was man haben will, wenn man in eine deutsche oder in Deutschland in eine... Wenn meine Oma Pizza essen gehen würde, so auf den, weißt du, ich meine? Ja. Das ist so dieser... Und auch der Flavor, der erinnert auch wenn ich diese Pizza nicht gegessen habe, aber erinnert auch an meine Pizza-Kindheit so. Nicht original italienisch, aber trotzdem lecker. Käse schön salzig. Es ist Oregano drauf. Was sind... ich eigentlich auch nicht so wirklich auf eine Pizza geben würde. So. Nicht unbedingt, ne? Aber es gehört einfach zu dieser Art von Pizza dazu, so muss man sagen. Ja, das ist der eigene Style, Ausdrucksschule, wie man Pizza zubereitet, so mal was anderes. Finde ich, kann man sich gut geben. Und du hast so diesen ölig, knusprigen Boden. Mhm. Ich muss eins sagen, Lukas, ne? Irgendwie so einfach die Pizza auch ist, die hat irgendwo trotzdem so hart Konzept und irgendwie Perfektion in sich, so wie man sie servieren will. Ne? Also es kommt nicht an nichts anderes ran, aber die haben genau das getroffen, was sie wollen, das auf den Punkt. Mit diesem knusprigen Boden, hier, das knackt schön, denn leicht fluffige Schicht, Käse dazu, Salami dazu. Willst du die wieder essen, sei ehrlich? Ja, aber ohne Salami. Hätte ich mir gedacht, meinst du, der mag es nicht so gerne, ne? Das ist für mich ehrlich gesagt irgendwo auch so eine... Ich weiß nicht, vielleicht nicht eine 4 Uhr Pizza, aber so eine 1 Uhr nachts Pizza. Oh ja. Weißt du, es ist noch nicht diese ganz aggressive, die du um 4 Uhr nachts brauchst, es ist so diese 1 Uhr nachts Pizza. Jetzt stell dir vor, du triffst dir deine erste große Liebe, isst diese Pizza, trinkst vielleicht noch ein Bierchen und dann wirst du auf Toilette in Jungfahrt. Optisch wie so eine typische Kleinstadtpizza. Also die Kleinstadtpizza, ja, aber das stimmt. Nichts Besonderes, aber schmeckt. Und der Teig, das ist ähnlich wie bei Pizza, so dieses leicht knusprige. Also wenn ihr mal Pizza gegessen habt, ist es genauso. Mario, wie war es gescheit? Ich habe mir letztes Mal in Wien die
Knödel von der Eisdiele, der berühmte. Weißmarillenknödel von. Oh, dann habe ich erfahren, dass Alkohol drin ist, weil ich trinke ja kein Alkohol mehr, weil ich damals so ein bisschen Probleme hatte. Und dann haben wir uns fast in die Fresse. Oh nein, haben wir nicht. Ja. Ah, okay, die hat so ein bisschen diesen schwammigen Boden, würde ich mal sagen, oder? Mhm. Aber ich muss sagen, ich mag Oregano auf der Pizza. Ich finde das geil. Er mag das nicht. Ich finde es nice, muss ich ehrlich sagen. Auf hochwertigen Pizzen nicht, aber auf so einen Pizzen ja. Wie machst du das? Wie machst du? Da ist ein Stuhl, da sind 4 Meter Platz und er rempelt diesen Stuhl um. Mal abgesehen von Marios motorischen Fähigkeiten, muss ich kurz erwähnen, auf jeden Fall, dass Buxtehude ein sehr schöner Ort ist hier. Vor allem auf diesem Platz. Geil. Wie du auch eben schon gesagt hast, ja. Klein Amsterdam. Diese Backsteine erinnern tatsächlich so ein bisschen an Amsterdam. Und hängen diese Fahnen das ganze Jahr über? Oder? Die hängen das ganze Jahr, auf jeden Fall. Also außer es ist halt Weihnachten. Also die hängen hier, das sind so die Buxtehude-Farben. Das ist das Buxtehuder Rathaus. Ja, schöne Ecke von Buxtehude. Wie viel Einwohner hat Buxtehude? Rund 45.000. Ich weiß immer, in der Zeit war es 42, dann war es 47. Deshalb sage ich jetzt mal 45. Da liege ich nicht ganz falsch, aber ja, kleine. Also so eine stabile, kleine Kleinstadt, kann man sagen. Hat alles am Start, genau. Man kennt sich, man sieht sich wieder. Man läuft aber auch jemand mal über den Weg, den man nicht kennt. Das ist das Wappen von Buxtehude? Ja, das ist Buxtehuder Wappen. Das habe ich tätowiert auch. Ja? Was? Das habe ich tätowiert, das Buxtehude-Wappen. Ah ja? Wo? Auf rechten Arsch, ich weiß nicht. Nein, ich rede natürlich scheiße, aber ich bin schon stolz, Buxtehude zu sein. Geboren. Das war nur ein Witz. Hä? Das war nur, ist voll der unnötige Witz gewesen. Ich hab's dir voll geglaubt, aber, Alter. Das ist doch ein cooles Tattoo. Hat er eins? Er hat ein cooles. Was? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, was deine Lukas... Seine Ex-Freundin. Warst du so dumm, Lukas, ehrlich? Weil Lukas wirklich auf der rechten... Hat er wirklich? Nicht die Dummer, ja. Die Ex-Freundin! Wie kann man so dumm, hast du den echt gebracht? Ja! Lukas, Alter, nein! Du musst das Video an der Stelle abbrechen. Ja, aber was dort ist, warte, Mario, das werden nicht viele Menschen in ihrem Leben sehen. Weißt doch. Es geht schon immer in die gleiche Richtung mit Holle, das muss man schon mal kurz festhalten. Ja. Ja, also es ist ja kein Zufall, ja. Jedes Mal, wenn du mit Holle ein Video drehst... Welches Thema? Deine A**fucker in der Rechte, oder? Die auch, ja. Ich reiß mich schon zusammen, ich habe mich so stark gebessert. Ah, okay. Passt. Also das ist schon die Light-Version. Die Light-Version. Volle Light-Version. Und ich rechne ja immer damit, dass auch jemand was rausschneiden kann, nur es dringt durch, dass der Buxtehude-Vibe einfach. Okay. Digga, ich wollte dir Foto machen. Okay, dann Falle Wasser. Also wenn zum Sultan-Imbiss gehen, das ist, müsst ihr euch vorstellen, der erste richtige Dönerladen in Buxtehude. Also alle, die in Buxtehude Döner kennengelernt haben und sag ich mal jetzt 25 aufwärts sind, die haben ihren ersten Döner wahrscheinlich hier gegessen. Oh, davor war noch ein anderer Besitzer drin, ganz kurz, und dann die Jungs sind wirklich jetzt seit Urzeiten dabei. Ja, und auch wieder viele Erinnerungen. Also der Mann hat Kindheiten geprägt, kann man ja sagen, oder? Oh, aber einige, ja. Moin, so, was geht, Alter? Wie geht's, alles gut? Das sind noch diese YouTuber, die ganz Deutschland verreisen, Döner. Er hat schon gesagt, du bist der wichtigste Mann, wenn es um Döner geht, in Buxtehude. Ja, Isfeld hat uns alle geprägt. Hey, guck mal früher, Leute, ne? Früher, ich mache ja keinen Hehl drum, habe ich früher auch Videos gemacht, das ist aber Vergangenheit und hat mir sehr viel versaut, muss jetzt sagen, aber früher war ich sehr so ein bisschen in der anderen Szene unterwegs, Anderen Szene unterwegs, und da sind wir morgens immer so meine ersten Male früher, wo ich mit meinen Jungs unterwegs war, wir hatten schöne Zeiten, sind wir hier morgens hin, haben Döner gegessen, völlig natürlich high, muss ich einfach so sagen, und haben uns das reingehauen, und das ist natürlich irgendwo auch, war die Zeit natürlich schön, haben wir uns das gegeben, jetzt sind wir alle Familienväter, alle gut unterwegs, na, aber damals, das hat geprägt hier, und die haben uns damals immer Storys, sein großer Bruder uns Storys erzählt damals immer. Das war schon 20 Jahre her. Die Zeiten haben sich geändert, aber was blieb, ist der Spieß, unverändert. Nee, ja, wobei man sagen muss, die hatten damals einen Hackspieß, inzwischen ist es Schichtfleisch, ne Ismet? Wir machen das jetzt so, wir bestellen den Döner so, wie Holle ihn bestellen würde. Ja. Genau so. Also wenn ihn essen mit Tzatziki, mit scharfer Soße, das müsst ihr euch nicht reinversetzen. Das erste Tzatziki, so wirklich was ich gegessen habe, die scharfe Soße, Gemüse alles rein, Brot knusprig frisch vom Grill. Ich hoffe, ich kann euch überzeugen, vor allem mit der scharfen Soße. Das wäre mir ein Anliegen, wenn ihr die mögt. Also der dürft ihr nicht enttäuschen. Ja, aber Holle, probier das Fleisch vor, wie viel ist das? Das ist Das Fleisch ist nicht verkehrt. Also rein theoretisch besser als das früher. Nur ich kenne halt dieses Hackfleischspiel. Das hat dieses Oldschool-Feeling. Aber der Schichtfleisch geht in Ordnung. Für einen Döner, wo man mal eben essen geht, ist mit gutes Fleisch. Sultan, Kebab in Buxtehude. Der erste Kebab Buxtehudes.
an unserem Tisch. Einmal Hähnchen, einmal Kalb nehme ich an. Und es geht los. Guck mal, der ist schon schön beladen, ja? Schön aufgeklappt. Fleisch oben drauf. Die Soße verbirgt sich drunter. Einmal Joghurt oder Tzatziki-Soße. Und diese rote Soße, die rote scharfe Soße, von der Holle so geschwärmt hat. Salat, Gemüse, Zwiebeln, alles drin. Ich würde sagen, den pressen wir einmal schön zusammen, dass das Fleisch bis an den Rand nach oben quillt. Und hat auch genau jetzt so die richtige Dicke, um reinzubeißen. Tatsächlich, also der ist, ja, handlich. 3, 2, 1, und rein. Das ist dein Kindheitsdöner, oder? Ich sag euch, bei mir ist halt so, ihr müsst euch vorstellen, außerhalb von meinen Videos versuche ich mich immer gut zu ernähren. Das heißt auch, ich baller mir sehr selten Döner rein. Den hier habe ich in einigen Videos schon gegessen. Den esse ich vielleicht alle 4 Jahre mal. Einfach weil, wie gesagt, Ernährungsfeeling. Und jetzt diese Soße zu spüren, ist für mich einfach Kindheit. Ich finde, der ist einfach so, erinnert mich vielleicht sogar auch an ein bisschen an den Döner aus meiner Kindheit. Ja. So früher gab es fast nur dieses Brot, oder? Mhm, das ist so. Es gab früher fast nur dieses Brot. Und auch simpel diese Joghurtsoße, Fleisch, Gemüse, das war's. Das ist so ein bisschen der Premium-Standard-Döner. Oder auch wie Mario so schön sagen würde, oder vorhin schon gesagt hat, der Kleinstadt-Döner. Mhm. So simpel, effektiv, aber es passt alles. So, weißt du, nichts Special-mäßiges, Ausgefallenes, aber trotzdem das, was drin ist, sitzt einfach. Ich finde, du sagst es richtig mit effektiv. Dieses Brot, das ist das, was früher jeder hatte. Aber auch nicht umsonst. Heute versuchen viele Dönerläden irgendwas Neues, machen vielleicht auch Brot selber, was manchmal gar nicht gut ist, weil wenn scheiße schmeckt, schmeckt scheiße, ob selbstgemacht oder nicht. Das ist effektiv, das schmeckt Döner basic, aber das, sage ich mal, on point. So, das ist, sage ich mal, wenn man Standarddöner haben will, einfach ein guter Standarddöner. Ne? Voll, ja, genau. Konntest du schon die Soße schmecken? Jetzt so rausgeschmeckt direkt nicht, ne? Mhm. Das würde mich nämlich interessieren. Du sprichst von der roten, oder? Mhm. Das ist auch so ein bisschen der, nach dem Fußballtraining Döner, oder? Exakt, ja. Das öfter nach dem Fußballtraining mal gesnackt. Und auch nochmal auf dieses Brot zurückzukommen. Das war nicht umsonst lange Zeit das Dönerbrot. Weil du den Döner einfach essen kannst aus diesem Brot. Mhm. Kennst du diese Runden zum Beispiel jetzt? Ja. So diese, die sie aufschneiden und dann fällt alles raus. Oh ja. Mhm. Das ist eigentlich das Dönerbrot so, weil es auch einfach funktioniert als Dönerbrot. Die Essbarkeit ist am Start. Wenn du mal kurz auf meinen Teller filmst, dann sieht man auch, dass nicht viel verloren gegangen. Ja, maximal so ein kleines Stückchen hier. Aber ansonsten ist alles im Döner oder in meinem Magen. Ich muss jetzt mal, kann ich gleich bei der Dings nichts mehr essen. Auch sehr zuvorkommender Gastgeber, muss man sagen. Mr. Sultan, oder wie war sein Name? Das war Ismet. Sultan ist der älteste von den Brüdern, der heißt Sultan. Mhm. Genau. Aber sag mal so, wann ging das los, dass du dich so krass für Essen interessiert hast? Also dass du so wirklich so diese... Das war tatsächlich damals, eben deshalb sage ich auch immer dazu, dass die meine Vergangenheit einen harten Rattenschwanz hatte. Mir ging es halt psychisch irgendwann voll schlecht von diesen ganzen Feiern und. Also wirklich psychisch krank geworden. Und dann habe ich einen Ausweg daraus gesucht und habe viel halt an Ernährung festgemacht, weil das halt auch bekanntlich viel mit der Psyche zusammenhängt. Ich habe versucht, alles möglich zu machen, zu fasten, vegan zu essen und. Habe so irgendwie meinen Weg daraus gesucht, war letztendlich nicht der Schlüssel, aber ich habe es halt über den Weg versucht und so habe ich dann angefangen, gesund zu essen. Und eigentlich kam der Rückfall erst durch die YouTube-Videos. Vorher habe ich voll clean gegessen. Und der Rückfall. Ja. Und hiermit zurück ins Studio. Schönen Tag. Bye, bye. Tschüssi. Hier in unserer schlechten Zeit damals saßen wir mit unseren Campingstühlen immer da, haben uns einen reingeschraubt. Da sind so die ein oder anderen Gramsys haben wir da verhaftet, sag ich mal so. Ja, da habe ich auch mal einen gezählt, der ist so ähnlich wie Mario. Dann kam die Polizei und er hatte das Gerät in der Hand. Da habe ich gesagt, Mario, gib mir die rüber. Und er hat sich nicht getraut und die scheiß Bullen kamen. Und wir waren am Arsch. Er war wie versteinert. Wurde ich dann verhaftet? Ja, ja, ja. Wachtelimbiss. Yo! Kein Mensch macht so Peace wie er. Diese. Er macht diese Peace. Buxtehude. Das ist Holle Peace. Hey, das ist kein Peace, das ist Buxtehude Gangzeichen. Ah, Gangzeichen von Buxtehude.
Buxtehude. Das ist ein X. Buxtehude. Sehen meine Haare noch gut aus, oder? Ja, es ist fresh aus, Bro. Okay, ich habe eben einen stehen lassen. Nicht, dass ihr wundert, wenn das nicht, dass die Kamera an ist, wenn das hier ein bisschen stinkt. Die Leute können es eh nicht riechen, Alter. Ich meine euch hier. Ja, wir sind jetzt bei der dritten und letzten Station, im Wachtelimbiss. Wachtelimbiss ist auch Traditionsfleischerei, Schlachterei hier in Buxtehude. Also der Imbiss entspringt einer Schlachterei. Die beziehen natürlich logischerweise auch die Ware dann von denen. Das heißt, du hast gute Fleischerware, traditionelle Fleischerware hier. Das Essen ist wirklich einfach Basic Imbiss, so wie man es kennt. So. Aber ich finde jetzt nicht scheiße, ich finde es lecker. Aber wenn du die Burger isst, wenn du die Wurst isst, das hat einen bestimmten Vibe. Und das ist halt so dieser Imbiss-Vibe und den fühle ich. Currywurst, ja? Currywurst, ja. Und das Ding ist halt auch, sag ich mal, über die Buxtehuder Grenzen bekannt, so, ne? Okay, also, das ist ja kein Geheimnis vom guten Marcel Montana hier aus Buxtehude. Der hat die schon gut bekannt gemacht und wenn die Leute außerhalb der Stadt Buxtehude besuchen kommen, ist ja auch keine Seltenheit mehr so, wollen Buxtehude sehen, dann gehen eigentlich alle hier essen. So, das ist auch noch wichtig zu sagen vielleicht. Und wir haben einen guten Vergleich, weil gestern waren wir in Dortmund bei Willi. Willis Wurst versus Wachtelimbiss. Let's go. Darf ich nur eine Sache sagen? Ich liebe Mario, Mann. Der ist so ein süßer Typ, weil Mario liebe ich echt. Ich schwör's euch. Wäre mein Sohn, wäre ich stolz auf ihn. Guten Tag. Hallo. Wir brauchen den Wachtelimbiss-Burger. Ja, weil den wollte ich dir eigentlich zeigen, weil das sind die speziellen Vibes, die ich meine. Du gehst zum Imbiss, bestellst einen Burger und das ist es ja. Ich sag's dir. Das ist genau das, was du erwartest, das kriegst du auch. Also Currywurst und Burger, ja? Ja, du musst beides probieren. Ich finde, es riecht auch schon so nach. Also du weißt direkt, was Sache ist. Und man muss sagen, es ist ja schon fast ein Restaurant. Es ist also groß. Es ist ja schon ein bisschen mehr als ein Imbiss, oder? Sind wir mal ehrlich. Es ist groß. Also wenn man hier hinten noch rüber filmt, also hier kann man richtig gut essen. Ja, und hier treffen sich die Buxtehuder, die was von sich halten, so kann man sagen. Und was natürlich auch wichtig zu erwähnen ist, man kann sich die Würstchen und Speisen auch teilweise mitnehmen und für zu Hause kaufen, hier im Kühlschrank. Das ist sozusagen eine Fleischerei, kann man sagen, oder? Das ist eine Fleischerei, genau. Und die haben hier dementsprechend halt auch alles, was du vom Grill kaufen kannst. Hast gesagt, schmeckt dir gut, kannst du dann auch mitnehmen, kannst auch Vorbestellungen machen, kannst ein riesen Paketwürstchen mitnehmen. Also die haben hier halt rundum Service, so familiär, würde ich es nennen. Perfekt, danke dir. 3 Euro. So, ihr Lieben. Eieiei. Ich habe eben schon gesagt zu der Verkäufer oder zu Randy, wollte ich gerade sagen, die Mayo, das ist so die klassische Mayo, wie man sie kennt. Also ich finde, es gibt echt grausame Mayonnaise. Und die, ich finde, eine bessere kann man nicht machen, so auf einer Pommes. Da ist ein ganzes Glas drauf. Ja, das ist auch zu viel, aber die Mayo an sich, Bock. Ich muss auch sagen, was mich gerade am meisten anleuchtet, sind diese Pommes, ja. Mhm. Diese Riffelpommes, Shake-Shake-Style, so, die leuchten so ins Auge. Und die Wurst, die ist halt schon auch, ja, lang. Wie lang? Ich würde mich freuen, wenn du als erstes den Burger testen könntest. So, das würde mich sehr freuen. Nein. Weil, also, wie ich habe es ja so beschrieben, typischer Imbiss-Burger. Du gehst hier hin und ich glaube, genau das würde man erwarten. Ich sage einfach gar nichts dazu. Probier mal. Eine Sache, die mir schon direkt aufgefallen ist bei diesem Burger, ja. Für einen Imbiss-Burger ist schon auf jeden Fall bemerkenswert, dass der Käse auf dem Patty geschmilzt wurde. Das ist ja so ein Ding, das bei so einem Imbiss-Burger nicht. Normalerweise nicht der Fall ist. Die legen den einfach immer so drauf. Ja, einfach kalt drauf und fertig so, ne? Genau, das wurde hier auf jeden Fall schon mal sehr gut gemacht, ja. Trotzdem ist es so eine Fertigbulette, nehme ich mal an. Ja. Aber selbst gemacht, ne? Die machen selber. Okay. Mhm. Aber klar, die frieren die ein, die kannst du auch, glaube ich, gefroren kaufen. Es ist jetzt, hat nichts mit einem handwerklich korrekten Burger zu tun, versteht mich nicht falsch. Aber das ist halt so ein typischer Imbiss-Burger, Mann. Er sieht auch so ähnlich, also das Patty sieht auch für mich schon so ein bisschen wie auch so ein Fußballturnier-Patty aus. Ja. Kennst du das auch, so Fußballturnier? Ja, da sind diese Burger auch so fertig vom Metzger meistens und drauf. Der Bun so ein bisschen ländlicher, rustikaler, passend zum Feldsalat, der mit drauf ist. Und ja. Hau rein. Also ich finde ein gutes Beispiel, wenn man eine Pizza bestellt, ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, manchmal hat man auch Bock einfach auf eine Fertigpizza. Selbst wenn man eine vom Restaurant jetzt kennt, dann nimmt man lieber eine von Restaurante, weil man gerade Bock drauf hat und das ist auch so ein Feeling. Das ist einfach so typisch. Das ist der Punkt, ja. Ist falsch rum. Was hat die Taktik auf sich? War das gewollt? Hm? War das gewollt, dass sie falsch rum ist? Mhm. Machst du das gerne so? Hm. Guck mal, im Fachjargon, so unter Burger-Profis, nennt man das Reverse Bite. Ganz ehrlich? Scheiße, dann bin ich doch kein Profi, Mann. Ja, Reverse Bites muss man eigentlich kennen. Also. Und in welcher Hinsicht wendet man den Reverse Bite an?
um noch besser schmecken zu können. Ja? Also jeden Burger-Profi, den du siehst, der beißt immer reverse. Kennst du den Butterfly Bite? Nein. Ja, ich werde dir gleich den Butterfly Bite zeigen. Ich beiß noch einmal ab. Reverse, wohlgemerkt. Das ist der Imbiss-Burger. Ja, ne? Und was sagst du? Dieser Reverse Bite hat funktioniert? Ich weiß nicht, ob er den Ketchup noch mehr zutage bringt. Aber der ist natürlich ein Burger, der lebt nicht von Präzision. Den einen Tag isst du den mit doppelt so viel Ketchup als den anderen. Da ist schon sehr viel Ketchup drauf. Aber da ist sehr viel Ketchup und auch sehr viel Mayo drauf, muss man sagen, ja. Aber der Reverse Bite hat mir gezeigt, es ist ein Imbiss-Burger. Ne? Der ist legendär auch, wirklich. Ich würde sagen, Mario, was sagst du zum Imbiss-Burger? Du bist das Zünglein an der Waage. Ja, ist in Ordnung. Man schmeckt zwar nur Ketchup und Mayo. Das ist so, muss ich eingestehen, das ist tatsächlich so. Ist in Ordnung. Lukas, deine erste Reaktion auf die Pommes. Aber auch kein Rom. Sieht ein bisschen knuspriger vorstellen. Hätte ich auch. Wobei, war ein bisschen, ja. Ja. Das sind so die Pommes, die du auch zu Hause hattest in der. Mhm. In der Tiefkühl, ja. So diese, ein Sack, da sind, keine Ahnung, Kilo Pommes drin, zack, zack. Das kannst du haben. Also das sind Pommes, wie man sie wahrscheinlich schon in etlichen anderen Läden das sind auch, getestet. Sorry, dass ich wieder diesen Vergleich bringe, aber das sind einfach auch wieder diese Fußballturnier-Pommes. Ja. So, und ja. Die sind aber wiederum gemacht dafür, in Currywurstsoße zu tunken, weil mit dieser Currywurstsoße steigen diese Pommes auch erst zu voller Größe auf. Currysoße, die sitzt wirklich. Das Nice ist, ich habe jetzt wirklich noch einen Vergleich. Die ist auch schon wieder so, das ist so ein bisschen so Curry-Sirup, gell? So Jam fast. Die ist auch stark. Wieder so eine Süße, ich finde. Eine Currywurst, da muss so ein bisschen Zucker in der Soße bemerkbar sein. Die schmeckt sehr, sehr gut. Bam, darf man das? Oder ist das... Haram. Darf man das? So, und dann... Du darfst, oh. Alles darfst du, Benni. Du kannst ja auch noch die Burger mit. Deswegen Pommes oder Currywurst rot-weiß, oder wie sagt man? Ja, Pommes rot-weiß. Pommes rot-weiß, wahrscheinlich. Und vor allem deswegen auch die Riffelpommes. Ihr seht, die nehmen die Mayo richtig auf. Da steckt System hinter. Das ultimativer Mayo-Transporteur. Mmh. Sind geschaffen, um in den Mund von Randy reinzukommen, ne? Weiß ich jetzt nicht, aber ja. Danke, dass ich hier sein durfte, Mann. Danke, dass du uns rumgeführt hast. Sehr gerne. Danke, dass du uns deine Heimat gezeigt hast. Deine kulinarische Heimat. Wenn ihr Bock habt auf mehr solcher Videos, sagt mir vor allem mit wem. Und wir werden es umsetzen. Und ansonsten nochmal dicker Kuss geht raus an Holle. Dicker Kuss geht raus an Buxtehude. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Peace. Was wir uns durch Köln gegessen haben. Ach Mann, ich wollte eine Foodtour drehen. Ja, was? Ich glaube, wir müssen dieses Video auf einer anderen Plattform hochladen. Jetzt könnt ihr auch meinen Schlipper kaufen, wenn ihr wollt. An die verzweifelten Frauen unter euch. In Köln, als wir uns durch Köln gegessen haben, heute mit Höllen. Dementsprechend, wenn ihr... Ach, alter F***. Und hiermit auf jeden Fall, ich rede gar nicht lang um den... Tschüss.